Ladies and Gentlemen, viele von euch haben, seitdem dieser Rust-Server existiert, Sepp stundenlang live beim Basebauen zugeschaut und haben keine Ahnung davon, was bei mir passiert ist. Und ich habe vieles aufgenommen von dem, was bei mir passiert ist, und das bin ich mal fürs heutige Video durchgegangen und ich habe festgestellt, ganz schön langweilig. Denn ich bin die ganze Zeit am Farmen, am Farmen, am Farmen, am Farmen, und das wird irgendwann ein bisschen öde. Also klar, trifft man mal coole Leute. Willst du nochmal Schokolade haben? Wie nochmal Schokolade? Von dir habe ich noch keine Schokolade gekriegt. Hä? Echt nicht? Dann nee. Das, hast du einen Zwillingsbruder, dass er genauso aus wie du? Und dem habe ich Schokolade gegeben. Das kann natürlich sein. Warte mal. Warte mal, ich muss mal gucken, was ich für dich habe. Warte mal, ich muss mal gucken. Ich hab keine Schokolade. Ich habe aber hier noch Bohnen. Es ist sowieso gesünder. Du musst auf deine Figur achten. Das ist lieb, ich wollte gar nichts von dir. Aber jetzt nehme ich sie. Das ist nett, ja? Oder man übersieht eine NPC-Basis und wird dann abgeschossen und will dann seine eigene Leiche looten, ohne zu wissen, dass man für die NPCs immer noch der Feind ist. Hier ist ein Pferd, Peter. Das ist dein Pferd, glaube ich. Oh, das kann gut sein. Peter, hier sind deine Sachen. Ja, nice. Oh. Da ist der Rucksack. Wieso schießen die ganze Zeit auf mich? Da ist der Rucksack. Oh, oh Gott. Ach so, der... Oh, lol. Ich bin gespeichert als Verbrecher bei denen. Oh. Einmal habe ich mich zum Farmen sogar in eine Kill-on-Sight-Zone gewagt. Tief in die Berge. War eigentlich kein Problem, aber dann wurde es irgendwann dunkel und dann wurde es ganz schön kalt und ich wollte kein Lagerfeuer machen und an einer Stelle bleiben, weil war halt eine Kill-on-Sight-Zone und dann würde man mich halt super weit sehen. Hier, die spannenden Szenen. Hat mich eine halbe Stunde gekostet, den Scheiß wiederzuholen. Und das war mir definitiv nicht Action genug. Das Gefühl hatte ich auch beim Spielen. Und dann sind die Jungs auch noch auf dieses Frachtschiff-Abenteuer gegangen ohne mich. Also das, irgendwann habe ich mir gedacht, ne, ich raid jetzt die Military Base. Das ist auch eine KOS-Zone, ist direkt an unserer eigenen Base dran. Und ich wusste, da sind NPCs, da ist Loot. Und das war so ziemlich alles, was ich wusste. Okay, wo seid ihr? Wo seid ihr, Schweine? Ich habe keine Angst vor euch. Vielleicht ein bisschen. Oh. Oh, da kann man rein. Okay, zumindest sind hier keine anderen Leute. Ja, dass die so viele Headshots auch aushalten, ne? War nicht hier? Ne, da war. Puh. Oh, da hinten. Fucking Cheater. Motherfucking Cheater. Oh mein Gott.
Alter, hat er den Nate fallen lassen, oder was? Ach, scheiße. Welche ist Radiation Poisoning? Oh, oh. Kann einer von euch mal eine Waffe oder Schüsse dabei haben? Oh Gott. Okay, 4 Schüsse. Scheiße. Okay, mach's gut. Ich hab keine Schüsse mehr. Alter. Holy shit! Okay, irgendwann habe ich dann vielleicht doch mal nach Hilfe gefragt. Primär, weil die alle angefangen haben, wieder zu spawnen. Und dann dachte ich mir, versuch's es mal mit mehr als einer Person. Und ich sagen wir mal so, ich bin da jetzt schon ein paar Mal hingerannt. Das Problem ist, jetzt sind die ersten wieder gespawnt und ich kann nicht mehr zergen. Das heißt... Oh nein! Ich brauche jetzt Hilfe. Lost, hilfst du mir auch? Dann musst du einen guten Header drücken oder drei. Ich war hier noch nie. Ja, deswegen sage ich dir das. Voll viel aus, ne? Pass auf, irgendwo da vorne ist eine Brücke. Da! Oh Gott! Ich kite! Woo! Lost. In Danke. Den Kopf, Sepp. In den Kopf. Mann, habt ihr den? Nice. Ja, weißt du, das reicht nicht, wenn du den dreimal triffst. Du musst den guten Shot machen. Hey, hier ist ein Gegner und das war's? Nee, da unten geht's ja weiter. Oder sind da noch mehr? Ach so, da unten geht's weiter. Hab jetzt auch eine Waffe. Okay, du hast ja eine Waffe. Cool. Da unten geht... Nee, das ist nicht meine. Die ist voll gut, ist eine schon. Andere Waffe. Da unten geht's weiter, meine Leiche ist da unten drin. Ich musste die Stelle Variante. Gut, nichts passiert. Oh, Sepp, gibst du mir noch Bandagen, bitte? Ja, bitteschön, hatte ich dir extra gemacht. So, wir können jetzt hier rein, oder was? Ja, da drin sind aber auch weiter Gegner. Also NPCs. Wo hat denn der gerade hergeschossen? Okay. Potenziell links unten. Da war der vorhin zumindest. Also wenn du reinguckst, links hinten durch. Oh, der hat gepusht. Ist er down? Ja. Guck mal, Lost macht einfach immer den letzten Kill. Also den letzten Schuss. Das ist nice. Okay, Hauptsache der stirbt. Ich fühle mich so räudig, schieß den 5-mal an und dann... Von rechts oder was? Oh, ich hab nicht sehen können. Hab nur eine kassiert. Ich glaube rechts. Oder 280. Rechts, ja. Habt ihr den getötet oder ist hinter der Kiste? Meine Leiche liegt links oder so, glaube ich. Okay, er ist tot. Links ist dein Leiche. Hast du gerade gutes Stuff? Ja, ich guck mal. Oh Gott! Peter. Er hat sich hier verkämmt. Verkämmt? Scheiße, wie lange braucht eine Leiche zum Despawn? Hier ist deine Leiche. Hier ist deine Leiche. Okay, Mann. Sehr gut. Nee, Scientist, der hat zwei. Nee, der hat zwei, das war ein Scientist. Also, es gibt ja anscheinend auch NPC-Leichen. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Aber
Hab wieder. Hier unten? Wann hast du wieder, Peter? Hab meine Leiche wieder. Okay, nice. Ja, wir gehen hier weiter, oder nicht? Ach, hier vorne in die Ecke ist einer. Hier vorne links, hinter dem Waggon. Ja, hinterm... Ja. Ich versuche da auch mal eben. Alter! Okay, ich habe ihm Header gegeben, ich weiß nicht, ob er durch die Granate danach gestorben ist. Okay, nice, haben wir. Holy shit! Der hat eine MP5! Nice, dann haben wir schon zwei. Oh, hinter uns! Wow. Jo. Haben wir. Oh, ich muss mich mal eben heilen. Alter! Da haben wir doch richtig kassiert. Die sind schon krass teilweise jetzt. Okay. Keine MP5. Ich glaube, die MP5 ist das Beste, was wir hier finden können. Wow, wo ist der denn? Hinten. Alter, der schießt scharf. Hinten durch. Der schießt richtig scharf. Gut, ey. Auf links auch oben. Bis zurück! Ja, komm her. Links ist zwar noch einer, oder? Ich glaub, ja. Peter, wo ist der andere? Oder ist er tot? Ich habe zwei gekillt. Ich weiß nicht, wie viele hier noch sind. Oh, hier oben, Shotgun vor mir, 130 hinterm Zaun. Okay, hinterm Zaun ist ja erstmal nicht schlimm. Lass ihn nicht auf Close kommen. Der ist hier vorne, 140 da irgendwie am Zaun. Ich habe ein Munitionsproblem, ich habe nur 9 Schuss. Okay. Hast du für eine Waffe? Nur 28. Ah ne, du hast eine MP5. Pistolen-Muni. Warte, hier sind noch 30. Guck mit Einzelfeuer auf jeden Fall auf den Kopf dann. Ich try. Step-Bus. Geradeaus zu, 120. Oh, das ist der Shotty. Einen Header hat er. Ist der runtergegangen? Nach unten? Ja, ist wieder runtergegangen. Ja, er ist runter. Links ist noch was? Einer. Links ist noch ein normaler. Jo, hinter der Wall. Rechts ist er wieder. Shotgun, du bist da wieder. Über 30. Ich hab 30 noch. Lass zurück. Heilt euch erst. Ich muss mich verbinden. Also, da sind auf jeden Fall zwei noch. Ja, da vorne ist ein Shotgun. Der Shotgun, du piekt da immer. Der andere auch. Oh, shit. Kurz zurück! Oh, shit. Okay, Shotgun Dude ist down und der andere auch. Steppt noch was? Nice, Peter. Also ich habe 60 Leben noch. Naja, 70 gleich. Brauchst du noch eine? Hier. Eine Bandage? Oder? Nee, nehmen wir mal. Geht. Also erstmal geht's. Hau die mal kurz hier ab. Warum? Was kriegt man denn da? Axt oder so? Lager, zum Essen oder was? Mit einer Axt geht das besser, wenn jemand eine hat. Ich habe ein Messer. Ja, kannst du aus dem Cloth, kannst du auch... Ah, ne Messer. Mit Messer geht's am besten. Lass mit Messer abbauen. Ja, du kannst auch Bandagen aus denen machen, wenn du die lootest, oder nicht? Ja, deswegen Messer gibt die meisten Stoff. Hier vorne liegt auch noch einer. Ah, Messer gibt noch ein bisschen mehr. Ah, okay, wusste ich nicht. Ja, hier liegen noch ganz viele, aber ich habe Sorge, nach vorne zu gehen. Lass hinten noch holen, hier die zwei. Komm mit. Ja, stimmt, wir könnten hinten noch die holen. Peter, warte mal. Alter, wie groß ist dieses Teil? Ich geb dir Cover. Das ist eine MP5. Oh, links. Ja, links.
piekt er da. Ist down. Ist tot, haben wir. Die waren auch. Wir müssen das erstmal verbinden, jetzt hinten wird wieder geschossen. Ist eigentlich deine Leiche gefunden? Ist sie hier? Ja, die habe ich gefunden. Okay, nice. Okay, der hatte Heilung. Ich mach noch ein paar Bandagen nach. Ist noch einer zum. Ja, genau, super geil. Hier ist auch noch einer zum Abbauen. Heilung noch geben. Brauchst du eine Heilung, Lost? Bandagen, ja, würde ich nehmen, wenn ich was. Ich habe jetzt noch auf 70. Nee, ich habe noch eine Spritze. Ja, würde ich auch nehmen. Ja, Spritzen. Okay, Spritzen. Am besten eher so in einer Kampf- und Stresssituation benutzen und nicht jetzt. Ja, ja. Ja, aber dann haben wir jeder eine, also bevor... Hab hier nochmal 6 Leiche, Bandagen genau. Hingeworfen. Oh, nice, danke. Nochmal. Enden ist Radioaktivität, also Radio... Smog. Ja, lass mal vielleicht erst in die andere Richtung gehen. Da, wo wir ursprünglich herkamen. Ja, lass mal kurz hier, ich glaube, hier geht's nicht weiter, oder? Ich glaube, da ist Lackgasse, genau. Wie schnell spawnen die neu? Nicht, dass gleich alle hinter uns spawnen. Wäre ein bisschen dumm. Hat schon ein bisschen gedauert. Ich bin hier bestimmt 4 oder 5 Mal gestorben. Okay. Ah, nee, dann ist okay. Zwei Leute! Alter, die geben aber auch... Alter, die haben so ein fucking Aimbot, ey. Shit, Shoddy! Weg, Shoddy-Typ! Shoddy's dead! Einer ist oben drauf. Push, Steiner, push! Okay, ich muss in der Mitte gewesen. Muss mich immer. So, wo der letzte geschossen hat. Noch einer links oben. Schießt noch einer. Noch einer Mitte. Dead. Leute. Jackpot. Was hat er? Was ist? Ich hab hier eine richtig dicke Kiste. AK und Shotgun. Nice. Und hier nochmal SMG Body und AK Body. Nochmal SMG Body und eine Metallrüstung. So. Kriegt ihr das alles mit? Und wir haben noch eine Shoddy. Ja, komm, nimm alles mit. Ich kann die Kameras decken, Sepp, wenn du fallen lässt. Ich hab schon eine, wenn du willst. Oder ich geb dir meine. Ich bin auch halb voll, halb leer. Bin's hier. Ja, passt easy. Okay. Habt ihr noch was? Oh, Peter lootet wieder. Peter schnetzelt unsere Gegner. Alter, wieso waren wir hier vorher nicht? Das ist voll gut, ne? Ja, gut, aber auch hart, ne? Wow. Gott, Alter, eine Brust. Der ist einfach vor mir auf. Ich dachte mir auf, wenn man ist der vor mir, what the fuck? Warte, ich hab. Also, das sind normale Semi-Automatic. Noch einer. Danke. Hat eine Arme geworfen. Der pusht. Der Typ hat eine Arme geworfen. Tot. Darf man sich nicht von außen holen. 2 Green Cards. Kommt wieder was? Linke, rechte Seite und links. Rechts ist dead, links noch. Ich suche ihn, ich bin auch auf der linken Seite der Bottiche. Er guckt hier. Ich weiß nicht, er versteckt sich, glaube ich, irgendwo.
Nee, was du mit der Taschenlampe, Leute, never mind. Aber hier links von mir könnte theoretisch auch noch einer sein, da ist nämlich abgesperrter Bereich. Hier ist Blue Door. Jetzt müssen wir aufpassen, bevor uns hier jemand in den Rücken fällt. Also blaue Tür. Scheiße, ey, wir hätten Sicherung mitnehmen müssen. Das machen wir nächste Mal. Nächstes Mal gehen wir hier richtig hart rein. Oder kommt, ist sie frei? Ich habe keinen gesehen. Aber ich weiß auch nicht, wie die aussehen, ehrlich gesagt. Wir müssen gleich nochmal wieder zurückgehen, dran vorbeigehen und einmal die Karte. Wow, bei dir! Oh mein Gott! Alter, los, komm, wir müssen zurück. Oh lol, wir haben uns getrennt aus Versehen. Ich bin rechts, ich bin in den rechten Gang gegangen. Oh mein Gott. Okay, ja, wir kommen rüber. Wenn ihr den Gang entlang geht, rechts irgendwo. Ich habe mich links versteckt. Vorne ist auch Ding, ne? Also das Licht bin ich. Jawohl. Tot. Da ist Ausgang, oder? Ah ne, doch nicht. Step, was? Ich glaube, es gibt keinen. Oh, dann pusht er bestimmt mit einer Shoddy oder so. Der hat eine Nate geworfen, auf jeden Fall. Oh, eine Nate. Oh, das ist immer so verzögert, wenn ich euch warnen will. Drin, oder? Blue Door. Nein, das ist die Blue Door. Er ist hinter der Blue Door, glaube ich. Ja, glaube ich auch. So, nochmal Granate. Ja, dann das war's. Meister innen drin oder so. Wollen wir noch? Ja, genau, wollen wir dahinter noch. Auf der anderen Seite war aber kein Weg mehr, oder? Also jetzt geradeaus quasi. Nee. Achso, zurück meinst du? Also da weiter, wo da. Ja, jetzt statt rechts raus, geradeaus. Weiß ich nicht. Vielleicht ist da noch eine Kiste oder so, das könnte natürlich sein. Was? Geht's da weiter? Hier ist eine Tür offen. Jetzt zu. Ja, aber das ist eine Tür. Hm. Armory steht dran. Das klingt erstmal vielversprechend. Kisten? Leute, hier klopft irgendwas. Hier sind Kisten. Oh, hier ist ein Medic. Hier musst du die Sicherung reinpacken, Peter. Moment, was meint ihr mit, hier klopft irgendwas? Ich hab grad ein bisschen Sorge. Ja. Da klopft was im Osten. Ach so. Hier musst du die Sicherung was reinpacken. Heißt, da klopft für was? Die Türen. Was hat da draußen gehämmert? So tsch, tsch. Warte, wir kommen mal mit, hier vorne links. Ja, da wo wir raus müssen oder was? Ja, nicht, dass da jetzt schon Leute warten. Es kann sein, dass es NPCs sind, die da gehen. Ja, er ist oben gespawnt wieder. Nice. Und damit hatten wir es geschafft. Military Base war geklärt, Loot war gesichert, Peter hatte die Action, die er wollte. Das war heute eine ziemlich Peter-lastige Folge auch, muss ich sagen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem unterhalten. War diesmal mehr so ein bisschen spannend, weniger jokey-jokey. Ich hoffe, das passt. Die nächsten Entwicklungen sind crazy, die auf dem Server passiert sind. Aber ich weiß noch nicht, wann ich Zeit haben werde, dazu Videos zu machen. Ich finde, passend zu diesem Video überlasse ich einfach mir selbst das Schlusswort. Alter, was dritt. Huiuiuiui, das war awesome.